Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon der Upper Red Edition mit mir, dem Eagle, dieses Mal wieder. Wir sind in Kanakia und jetzt können wir ja mal schauen, wie es mit den Pokémon aussieht. Dat Mädel! Ach ja, das ist ja im letzten Part dazugekommen. Ein Eis-Pokémon, auch nicht so schlecht. Jetzt können wir uns das mal angucken. Dat Mädel ist kurz vor Level 40 und kann Schutzschild, Eiszahn, Knirsche, Eissplitter. Okay, das ist relativ brauchbar, wenn ich das so sehe. Okay, also, dat Mädel ist neu dabei. Ich glaube, der Möti ist ja jetzt so mit seiner Aufstellung relativ glücklich. Ich habe jetzt die Kommentare nochmal gelesen. Da war ein durchaus ein Experte dabei. Und da möchte ich mich nochmal bedanken für die Tipps. Jetzt werde ich die natürlich so gut wie möglich umzusetzen versuchen. Dafür muss ich aber ganz kurz mal im Team ein bisschen wechseln. Und zwar wie folgt, also keine Sorge, ich werde das jetzt auch im Pokémon-Counter nicht anzeigen lassen, sondern ich mache das jetzt nur, weil ich das Pokémon als Mittel zum Zweck brauche, nämlich Hörnix. Können wir jetzt nämlich mal kurz, achso, Team ist voll. Mann, Team ist voll. Da will ich das nämlich kurz mal ins Team mitnehmen und tausche das jetzt halt mal kurz gegen dat Mädel aus, aber ich zeige das jetzt nicht oben an. Ja, Box auswählen. So. Ja, platzieren. Wunderbar. Vielen Dank. Also, dann, ich habe da nämlich einen Tipp gekriegt. Ach, nein, jetzt erstmal nicht. So. Dann würde ich nämlich gerne mal das Pokémon verwenden. Hier, hör nix. Flieg mal mich wohin. Und zwar, es gab nicht bei Lecoq, sondern war das beim Andreasplatz? Ich glaube beim Andreasplz. Man konnte da irgendwo hochfahren. Aber jetzt muss ich gerade nur schauen. Der Attackenverlerner war, glaube ich, bei der habe ich mir noch in Erinnerung bei Route 6. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich da von der Route, wie ich da am besten zur Route 6 hinkomme. Wahrscheinlich von Sesenburg aus. Ich fahre jetzt, beziehungsweise ich flicke jetzt mal kurz nach Sesenburg. Da war zum einen mal der Attackenerlerner. Den, also in der Nähe dort. Den muss ich mir nochmal anschauen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, jetzt hier ist Route 6. Ich meine, das haben wir ja schon alles hinter uns gelassen. Wir können jetzt hier nochmal surfen. Der Attackenverlerner. Und, oh! Ein Glücksei! Na also! Krass. Wo sind wir denn überhaupt hier? Achso, ne, hier geht's gar nicht mehr weiter. Oh, komm, auf dem letzten Meter jetzt noch ein Pokémon. Ja, ein Carpador-Level. Okay. Also wenn wir jetzt noch keinen Schuppi hätten, dann wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt das Carpador da mitnehmen würden. Aber ist okay. So. Auf Route 6 hat man mir gezwitschert, dass da wohl der Attackenverlerner sein soll. Irgendwo bei der Wasserroute. Also ich weiß nicht, ob dem de facto so ist. Keine Ahnung. So, flüchten wir da mal kurz. So, Route 6. Wir sind jetzt erst auf Route 7, ne? Also, Route 6 kommt gleich. Route 6, genau. Also. Ah, hier wahrscheinlich, oder? Auf der Wasserroute. Da muss doch irgendwo was sein. Ah, da ist doch ein Häuschen. Okay. Good to know. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich wird das der sein. Carnivana, okay. Also, ich glaube, einen super Schutz einzusetzen, wäre jetzt keine so schlechte Idee. Aber hey, also, vielen Dank für den Tipp. Natürlich gibt's... Fuck! Warte mal. Ja, ja, bla bla bla. Eine Herzschuppe. Ah! Nee, jetzt erstmal nicht. Ich muss noch Blatze mitnehmen, weil ich nur wissen wollte, weil Blatze wäre eigentlich eine ganz gute Alternative. Da müssen wir mal schauen, ne? Fliegen wir mal kurz rüber zu... Wo fliegen wir denn hin? Was gibt's denn hier? Hier ist Hamburger. Komm, da fliegen wir mal nach Hamburger. Und dann nehmen wir auch kurz Blatze mit, weil da wollte ich kurz mich erkundigen, was Blatze für Attacken denn lernen kann. Ob da zufällig die Laubklinge dabei ist. Weil ich ganz ehrlich, also als Pflanzen-Pokémon wäre Blatze eigentlich durchaus erstrebenswert. Schauen wir uns das mal kurz an. Blatze, bewegen. So. Entschuldigung. Das war ein Huster. Ich wechsle eben mal kurz schon mal für Mistviech aus. So, rein damit. Genau, perfekt. Also, das ist Blatze. Und mit Blatze gehen wir jetzt da mal kurz runter. Was ist denn los jetzt gerade? So einen komischen Hustenreiz. Ach, willst du mich verarschen? Ich bin so doof. Na klar, ich habe jetzt
Natürlich, ich habe genau das Pokémon rausgetan, was Surfer kann. Sorry, my mistake. Es geht heute schon gut los, die Folge. Verliere jetzt schon 5 Minuten allein dadurch, dass ich zu doof bin, um das richtige Pokémon auszutauschen. Warte mal kurz, bewegen. Pokémon-Team, komm, dann nehmen wir jetzt irgendein anderes raus. Ist ja völlig wurscht jetzt in dem Fall, weil ich das Pokémon ja eh wieder reintun werde. So. War ein Joke. Ja, Photoshop war ein Joke. Vielen Dank, Apro. Jetzt gehen wir mal runter. So, jetzt aber. Wo geht's denn da weiter? Ich nehme mal an, da wird es genau diesen Weg runtergehen. So, jetzt fahren wir mal rüber. Ich werde jetzt noch einen Superschutz einsetzen, einfach damit wir nicht noch großartig genervt werden. Wie viele Herzschuppen haben wir eigentlich? Ah, wir haben 2 Stück sogar. Okay, das ist natürlich super. Superschutz, wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der Superschutz zu finden? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ah, Superschutz ganz oben. Okay. Okay, auch interessant. Also, dann fahren wir mal... what? Okay. Da geht's auch nicht weiter? Wo geht's denn da lang? Warte mal. Hä? Das macht jetzt gerade irgendwie nicht so richtig Sinn, oder? Warte mal, wo ist denn die Karte? Oh Mann. Karte. Benutzen, bitte. Ach so. Nee, ist doch richtig. Okay, verstehe. Ist doch richtig. Dann muss ich jetzt die Sachen hier kaputt machen. Komm, mach den mal kaputt hier. Jawohl. Jawolinski, das ist doch wunderbar. So, Route 6. Aha, ach so, das ist der Weg darauf. Den brauchen wir aber nicht. Wir brauchen den Wasserweg. Und der ist hier. Okay. Dann fahren wir nochmal zum Attackenverlerner. Dann möchte ich mir mal gucken, was Blatze. Ja, okay. Dann möchte ich nämlich mal gucken, was Blatze noch so für Attacken hätte lernen können. Oh, ja, ich bin der Attacken. Bla, bla, blub. Ja, ist okay. Vielen Dank. Ja, ich habe eine Herzschuppe. Ja. Also, Blatze. Was kannst du denn? Rechte Hand. Aha. Rechte Hand. Rutenschlag, Sandwirbel, Rasier. Bitte was? Seit wann ist denn Rasierblatt Typ Psycho? Ruckzuck, Hieb, Grasflöte? What? Oh nein, du kannst gar... Oh, scheiß. Okay, gut, nee, dann nix. Dann nix. Ist okay. Schade, war nur eine Idee. Okay, gut, dann vergessen wir das an der Stelle mal. Und fliegen stattdessen... nach, wo fliegen wir denn hin? Zum Andreasplatz, weil dort in der Nähe muss es wohl noch ein Pokémon gegeben haben. Da muss ich jetzt kurz mal schauen. Ich werde jetzt das Pokémon wieder wechseln. Also deswegen zeige ich das auch alles nicht an, sondern das ist jetzt hier einfach nur kurz der Versuch, hier irgendwie was hinzukriegen. So, erstmal Schuppi packen wir wieder ein. Dafür raus mit, ja, nicht raus mit Mistviech, raus mit Blatze. So. So, damit sind wir also fertig. Und dat Mädel kommt auch gleich wieder rein, wenn ich hier mit meiner Pokémon-Suche abgeschlossen bin. Denn hier bei der Wasserroute muss es wohl noch irgendetwas gegeben haben, was der Mythi und ich vielleicht übersehen haben könnten. Das müssen wir gerade mal schauen. Da unten ist der Strand. Jawohl, da ist der Strand. Geht's hier irgendwo weiter? Naja, warte mal. War das hier beim Andreasplatz? Nee, ich glaube, das war weiter oben. Nein, ich möchte jetzt erstmal keinen zweiten Superschutz. Vielen Dank. Ich gehe mal darauf. So. Ach nee, jetzt sind wir wieder bei Route 10. Gott! Dann war das doch falsch. Dann müssen wir hier wieder zurück. War das... Das muss hier irgendwo gewesen sein, glaube ich. Jetzt muss ich mir das gerade nochmal überlegen. Hier oben waren zwar Trainer und so etwas, aber... Oh, Carnivana, lass mich doch in Ruhe. Das ist jetzt gerade echt nervig ein bisschen.
Mistviech, nein, Flucht. Ja, bist du jetzt mal durch hier, so. Es gab irgendwo eine Route, wo man mit dem Schiff noch hingekommen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und da muss ich jetzt eben gucken, wo das war. Oh, das ist gar nicht so easy, weil da muss ich jetzt erst einmal schauen. Ah, nee, nicht Pokémon. Ich vertippe mich heute ständig. Kann das sein? Irgendwie kommt's mir so vor. So, Flucht. Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade die Tasten so langsam drücke, ich bin gerade dabei, an meinem Handy nachzugucken, weil ich suche gerade den Tipp, den ich bekommen habe, freundlicherweise, wo jetzt genau sich da noch ein seltenes Pokémon versteckt. Denn, falls ihr euch erinnert, der Typ, der sich mit dem Fluchtseil aufgehängt hat, der hat wohl irgendwo ein seltenes Pokémon noch versteckt. Bei dem Schiff hat er gesagt, wo war denn dann nochmal das Schiff? War das in Moses Town? Nee. Ne, bei Lecoq war es auch nicht. Gut, hier unten waren wir ja noch gar nicht. Also es muss da oben irgendwo gewesen sein. War das bei Sesenburg oder bei Moses Town? Ich flieg mal zurück nach Moses Town. Er hat nämlich geschrieben, schwimm mal bei dem Schiff im Fluss nach oben. Da gibt es was Schönes. Und ich wage mich zu erinnern, dass wir dort ja ein Lapras, glaube ich, gesehen haben. Da glaube ich mich zu erinnern. Aber das müsste ich jetzt eben noch mal kurz nachschauen. Wo war denn das? Bei dem Schiff nach oben. Aber das kann nicht hier gewesen sein, weil hier geht es ja nur woanders noch hin. Aber ich werde es jetzt mal kurz probieren. Also diesen Part werde ich die Stadt erkunden und nach diesem Mysterium Ausschau halten. Also bitte nicht wundern. Sind ja erst, glaube ich, 10 Minuten oder was vergangen. Also das ist schon okay. Superschutz werden wir erstmal benutzen, damit wir nicht von irgendwelchen Pokémon genervt werden. Und dann ab da. Schwimmer bei einem Schiff im Fluss. Gut, das Schiff habe ich noch nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Schiff sein soll. Oh nein! Oh, der Typ, nein! Warum bin ich denn dem jetzt in den Weg geschwommen? Digga, geh aus dem Weg. Schalelos, ja klar. Level 32, komm, du bist kein Gegner für uns. Oh nein. Ja gut, das ist klar, was wir da machen. Ach komm schon. Das fuckt mich halt ziemlich ab, dass das so, das Absorber nur so wenig abzieht. Deswegen, bräuchten wir Gigasauger, dass das noch zu irgendwas nütze ist. Aber wir kriegen das ja leider nicht. Ah, Regentanz. Ja, vielen Dank. Dann sind unsere Wasserattacken stärker. Ist natürlich toll. Und wir sind jetzt auch gleich wieder voll geheilt. Aber der hat jetzt natürlich dann das volle Pfund Wasser-Pokémon dabei. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen nervig. Komm, geh einfach. Lass mich einfach in Ruhe. Du hältst mich auf. Oh nein. Wisst ihr was? Ich schneide das raus. Da, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Kampf vorbei ist. Also, bis gleich. So, da sind wir jetzt endlich fertig. Und natürlich hat Alien mal wieder derart erwischt, dass er paralysiert ist. Aber das ist mir jetzt egal. Hier geht's nicht weiter. Habe ich mich getäuscht? Hier irgendwo muss es doch noch weitergegangen sein. Nach oben bei einem Schiff. Aber das war, glaube ich, dann nicht auf dieser Route. Oh nein, jetzt ist da wieder so eine Frau, an der ich wieder nicht vorbeikomme, ohne zu kämpfen, oder? Ah, doch, da, die haben wir schon mal bekämpft. Wo ging es denn da lang? Wo fahren wir denn da? Ja, ich will noch einen weiteren Schutz, danke. Gott. Ach so, jetzt sind wir bei Sesen. Oh nein, wir haben einfach einmal nur den Ozean überquert. Warte mal. Bei dem Schiff, wo war denn das gleich nochmal? Ich glaube, mich zu erinnern, wo das war, aber... war das bei Weed Island? Nee, Weed Island kann es nicht gewesen sein. Oder? Ach so, bei dem Schiff wird das in... Das wird in Hamburger gewesen sein, oder? Bei dem Schiff... Stimmt, wir können ja jetzt surfen. Stimmt. Ich Eumel. Natürlich, wir können schwimmen. Na, guck mal, wer Hamburger. Das muss sich ja um Hamburger gehandelt haben. Oder bei Weed Island. Eins von beidem. So, jetzt sind wir in Hamburger. Und jetzt gucken wir mal da oben. Jo. Gut, dann, hä? Warum geht das jetzt wieder nicht? Nein, ich will jetzt erstmal nicht... Ach, komm! Warum geht das denn nicht?
Oder ich hab doch ein Pokémon dabei, das Surfer kann, oder? Ja klar. Worum geht denn das jetzt nicht? Bei dem Schiff, schwimme bei dem Schiff nach oben. War das dieses Schiff oder war das ein anderes Schiff? Weil ich glaube, mich zu erinnern, wir haben irgendwo mal ein Schiff gesehen. Beziehungsweise wir sind auch, glaube ich, auf einem mitgefahren. Aber vielleicht vermixe ich auch da gerade ein paar Sachen, weil ich habe ja bei Pokémon Sovereign of the Skies bin ich ja auch weil da bin ich ja auch mit einem Schiff gefahren. Okay, warte mal, dann fahren wir nach Weed Island. Dann gucken wir mal. Ah, okay, jetzt sind wir hier in Weed Island. Wir kommen aber nicht mehr irgendwo hier weg, oder? Wir kommen jetzt hier nicht mehr irgendwo ans Meer. Nein, ich möchte jetzt erstmal keinen weiteren Superschütz einsetzen. So. Gibt es hier irgendwo noch eine Möglichkeit ins... Nee, hier ist einfach nur das Weed-Labor. Beziehungsweise hier ist die Weed-Plantage. Aber hier gibt es keine Möglichkeiten... Beim Schiff, verdammte Axt, also sorry, was diese Sachen angeht, ich bin echt schlecht darin, mir solche Sachen zu merken, geschweige denn sie korrekt auszuführen, das ist einfach das, warum bin ich nur manchmal so doof? Ich komme hier aber auch nirgendwo, ich kann hier logischerweise auch nicht zur Seite irgendwie, nee, Weed Island kann es nicht gewesen sein. Verdammt, so viele Wasserrouten haben wir doch noch gar nicht gemacht. Ich kann hier auch nirgendwo aussteigen. Och, meine Güte. Photoshop. Karte nochmal. Beutel. Karte. Wo zur Hölle war dieses Scheißschiff? Da einmal war Sesenburg, dann hier war Lecoq. Hier unten, hier ist Route 16, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Beim Andreasplatz geht's nur rüber. Hier bei Mosestown. Ich bin gerade echt zu doof. Aber okay, oh Mann. Was so Mysterien angeht, in Anführungszeichen, da bin ich leider extrem scheiße. Obwohl ich denke mal, es geht hierbei um legendäres, also nicht legendäres, sondern um seltenes Pokémon. Deswegen, ich fliege nochmal zum Andreasplatz und von dort aus fahre ich dann los. Mit meinen Pokémon und schau da mal, weil das ist ja jetzt echt irgendwo scheiße. Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, hier weiterzugehen. Ja, ich möchte Surfer einsetzen und ich würde gerne jetzt noch einen Superschutz benutzen, damit wir nicht ständig von wilden Pokémon angesprochen werden, ob wir mal einen Euro haben oder was auch immer. Bettlern gebe ich erstmal hier nichts. Und auch ist mir wurscht, ob es sich dabei um Tentachas handelt oder um irgendwas anderes. Oh nein! Oh, fuck. Leute, das schneide ich raus. Darauf habe ich jetzt gerade wirklich keinen Bock, das zu zeigen. Der Typ hält mich nur auf. Bis gleich. Boah, endlich, Mann. Der Typ hatte sowas von nervige Pokémon. Oh, geh mir nicht den Weg um. Aber ich glaube, während dem Kämpfen ist paradox, aber während dem Kämpfen ist mir eingefallen, wo wir ein Schiff im Fluss gesehen haben. Ich habe mir den Kommentar nämlich nochmal durchgelesen. Und ja... Dass ich mal wieder zu doof bin, um manche Sachen zu checken. Hören wir auf damit. Ich werde jetzt da mal durch den Wald gehen, weil wir sind doch hier mal irgendwo, waren wir doch mal, wo uns jemand gefragt hat, ob wir Eier haben. Und da müssen wir natürlich jetzt, ja, ich möchte jetzt erstmal keinen zweiten Superschutz. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, dass ich hier an diesen ganzen lustigen Leuten hier vorbeikomme. Aber ich glaube, es klappt eh ganz gut. Jawohl, wir sind durch. Das war doch hier, wo er uns gefragt hat, ob wir Eier haben, oder? Das war doch eh hier, oder? Route 9. Irgendwo war doch hier ein Fluss. Aber jetzt muss ich gerade mal schauen. Beutel, Superschutz würde ich gerne nochmal benutzen. Und dann, da gibt's wohl was Schönes, habe ich gelesen. Ich bin gespannt, worum es sich handelt. Ob es sich wieder um Leggy handelt oder um irgendwas anderes. Das war doch hier, oder? Ja, tatsächlich, da ist das Schiff. Lol. Okay, dann fahren wir da mal nach oben. Ich hab's doch noch gefunden. Siehst du, ganz unfähig bin ich doch nicht. Aber ich hab jetzt einfach an den falschen Stellen gesucht. Was? Wo geht's hier lang? Hier geht's nicht mehr weiter. Bitte was? Oh nein! Oh Digga, muss das sein? Ey, komm. Wanderer Plamen... Aha, und es scheint hier nicht einmal einen Battle-Hintergrund zu geben. Das ist interessant. Das Dunkle.
Dann benutze mal Surfer. Ich glaube, da wir Wasserverstärkung haben, sollte das ziemlich reinhauen. Wiedersehen, das Gnet. Level 31, okay. Lass mich raten, das ist wieder ein Leggy. Oh, bitte. Komm, lass es schnell vorbeigehen. Nein, nein, ich will nicht wechseln. Ach Gott, nein, und der hat noch drei weitere Pokémon. Ich hasse dich. Stirb doch einfach. Dreckstier. Nein, es hat Robustheit. Nein. Und das Tier will offensichtlich Gewissheit. Oh, nee, 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 nee. Komm, Siedewasser in die Fresse und Wiedersehen, Domfahren. Jetzt kommt natürlich, kommen noch mal zwei Pokémon. Oh, nein. Muss da sein. Aber wisst ihr was, ich überspringe das kurz mal, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, also der hatte jetzt noch einen Panzer-Aeron und einen Kammerupt, also jetzt nichts Weltbewegendes. Jetzt müssen wir hier nochmal weiter gucken. Was gibt's denn hier? Eine Schatzkarte? Photoshop. Was? Ich dachte jetzt, ich hatte jetzt mit einem Pokémon gerechnet, aber eine Schatzkarte? Warte mal, warte mal, warte mal. Ist das hier irgendwo zu finden? Schatzkarte? Nee, wahrscheinlich bei den wichtigen Items. Schatzkarte, Schatzkarte, Schatzkarte. 1000 Gradmesser, wie geil. Nee, nicht bei den wichtigen Items. Wo ist denn das? Schatzkarte. Oder? Hm. Schatzkarte, Schatzkarte. Wo zur Hölle ist die? Nee, ein Glücksei. Was brachte nochmal ein Glücksei? Ah, das sorgt für zusätzliche EP-Punkte. Das ist natürlich eigentlich ganz nützlich. Aber wo? Was? Warum? Naja, egal. Ich nehme mal. Ich glaube aber, ich weiß, wo wir damit hin müssen. Und zwar müssen wir zu dem Typen. War der in Berliner oder in Hamburger? Ich glaube, der war der nicht in Berliner? Ich fahre mal nach Berliner. Also, ich flieg mal nach Berliner. Zum Glück haben wir ja Hörnix dabei, damit geht das ja relativ schnell. Da gab es doch irgendeinen Typen, der unbedingt eine Schatzkarte wollte. Nein, nein, ich will nicht. So, wo war der? War der hier drinne? Nein. Da war er hier. Ja, hier war er. Ich habe zwei Schatzkarten. Ach, Rotpilz Island waren wir, glaube ich, schon. Jetzt geht's mal nach Sam Island. Okay, okay, also, wir verschieben die Erkundung von Kanakia. Oh, ein Zoroa! Awesome, geil! Zoroa, komm mal her. Was? Nein! Wo hüpfst du denn hin? Bleib da! Ach, ist das süß, ein Zoroa. Mein Zoroark ist eigentlich geil. Ey, was willst du denn? Warte mal. Wo läuft es denn hin? Junge. Wo ist das Tier? Ach, da oben. Hallo? Was? Ja klar, natürlich, er hüpft über drei Berge. Hm, logisch. Klingt einleuchtend. Okay. Jetzt gibt's einen Kampf. Level 5. Oh no, you're trying to kidding me, oder? You're trying to kid me, kidnap? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Don't try to fuck me over. Zu Deutsch, versuche nicht mich zu verarschen. Heiliger Scheiß. Ja, okay, toll. Also ein Zoroa Level 5. Super. Ich freue mich. Dann nehmen wir mal einen Hyperball, oder? Ich glaube, das sollte reichen. Komm. Du bist Level 5 und du bist ein Baby-Pokémon. Also kein Baby-Pokémon. Es reicht nicht. Toll. Ich habe doch locker kein Pokémon, mit dem ich dich nicht umbringe, oder? Lass uns das mal überlegen. Nein. Gott. Pokémon. Oh Gott. Wilde Hilde. Ne, Wilde Hilde würde einfach platt machen. Du machst auch einfach nur platt. Du machst leider auch nur platt. Ah, nee. Oh, fuck. Ich hab kein Pokémon, mit dem das geht. Keine Chance. Und ich habe auch keine Pokémon, die nennenswert irgendwie... Oh, nö, komm schon. Ja, tut mir leid, da muss ich es jetzt nochmal probieren.
Eins, zwei, drei. Nein! Ach, komm schon! Oh, ist das kacke! Hör doch auf! Level 5. Ich meine, warum mache ich mir den Aufwand für ein Level 5er Pokémon? Aber ich meine, ey, ganz ehrlich, ein Zoroark an sich, ich meine, Zoroark würde ich ganz gerne mitnehmen, aber... Wie ich es hasse, wenn diese Viecher einfach nicht drin bleiben. Ich werfe einen Hyperball, okay, gut, ich kann es nicht schwächen, weil ich sonst umbringen würde, aber... Komm, bitte, 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 sei doch lieb. Komm, komm. Eins, zwei, drei... Nein, schade. Was soll ich denn machen? Ich kann... Wenn ich dich anfurze, fällst du doch sofort um. Ja, es ist... Sorry, ne? Also, sorry, Möte, wenn ich hier die Hyperbälle verbrate, aber... Es ist für einen guten Zweck. Drecksvieh. Okay, wir halten fest, es kann Silberblick, Verfolgung und Kratzer. Naja, so schlecht sind diese Attacken ja nicht unbedingt, aber... Oh, Mann. Ich kann... Wenn du wenigstens ein höheres Level hättest, weißt du, aber nicht einmal das hast du. Ja, toll! Es wackelt dreimal! Ich hasse dich, du komisches kleines Katzenviech. Ich habe halt das Problem, dass ich es sofort töte, wenn ich das mache. Wenn ich irgendwas anderes mache, töte ich es. Ja, Gott sei Dank. Das war jetzt aber auch ganz, ganz wichtig. Ein Lausefuchs-Pokémon. Es tarnt sich als Mensch oder als anderes Pokémon. Beschützt sich vor Gefahren, indem es seine wahre Gestalt geheim hält. Na dann. Dann geben wir ihm mal einen Spitznamen. Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich werden wir es nicht ins Team mitpacken, aber... nenne ich dich, dann nenne ich dich Elsa. Komm. Ist doch eigentlich ein ganz netter Name. Elsa wurde zu Bill Gates PC versendet. So. Was ist das hier? Toll. Okay, er macht sich in die Hose, weil wir irgendwas gefunden haben. Sam Island Ruinen. Victini! Ach du Scheiße! Okay, 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 okay. Gut zu wissen. Lö, 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 lö. Einen Moment. Ich würde nur sehr gerne irgendwo was kaufen. Kann ich hier nichts kaufen, oder? Das wäre ja auch zu schön. Was ist mit euch? Aha, eine TM, Aeroass. Ja, vielen herzlichen Dank. Da werde ich kurz mal die restlichen Häuser abklappern. Also sorry, das mit Kanakia, das kann dann der Mythi übernehmen, aber... okay. Okay, das ändert die Lage. Oh nein, jetzt habe ich... Ich hasse das. Ich drücke da manchmal zwei oder dreimal drauf. Oh, so. Okay, der Opa, der ist jetzt eher uninteressant. Gehen wir nochmal in das Haus hier. Was ist mit dir? Aha, okay, ja, bla bla bla. Laber mich nicht zu, du Jockel. Was ist hier unten? Opa. Ja, wie um alles in der Welt habe ich die Insel gefunden. Ja, wie wohl. Soll ich das Viech mit Superbällen fangen? Obwohl, warum eigentlich nicht? Was für Sachen haben wir denn noch da? Beutel. Gehen wir mal auf die Bälle. Ich habe... Einen, warte mal, ich habe Superbälle, Hyperbälle habe ich noch 2. Superbälle habe ich 19, Pokebälle habe ich 3, einen Heilball. Okay, gut, ja, das ist natürlich jetzt nicht übermäßig viel, aber probieren kann man es mal. Komm mal her, Victini. Okay. Jetzt geht's los. Oh, Level 30, okay. Okay. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Einverstanden. Ich nehme mal Naturkraft. Ich habe keine Ahnung, zu was das wird. Okay, du kannst Ruckzuck Hieb. Das ist jetzt eigentlich nicht so der Mörder. Mörderburner. Aber Okay, Triplette ist okay. Also beim nächsten Mal Triplette. Vielleicht stellt sich ja noch irgendein Effekt ein. Also Eis oder Paralyse oder sowas. Wäre ja ganz gut. Okay, nein. Stellt sich kein Effekt ein. Was könnten wir denn da machen? Okay, Initiative steigt. Okay.
Jetzt habe ich bloß das Problem, dem seine KP sind schon ziemlich weit runter. Ich kann es eigentlich nicht riskieren, jetzt noch irgendwas anderes zu machen. Ich würde sagen, ich setze mal Schuppi ein. Weil Schuppi, ja, sollte zumindest ordentlich tanky sein gegen ein Feuer-Pokémon. Deswegen... Und außerdem senken wir nochmal den Angriff. Das ist, glaube ich, auch okay. Okay, Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken. Es kann Ausdauer. Okay, das ist natürlich eigentlich interessant, aber... Ja. Wenn es jetzt nicht Ausdauer einsetzt, bringe ich es um. Und das würde ich mir nicht vergeben, eigentlich. Nehmen wir mal einen Hyperball. Komm, take it! Eins, zwei, drei... Jawohl! Also, Victini. Ja, das ging ja problemlos im Gegensatz zu Zorua. Victini. Das Triumph-Pokémon, Typ Psycho Feuer. Es erzeugt im Inneren seines Körpers grenzenlose Energie, die es mit jedem teilt, der mit ihm in Berührung kommt. Okay, das ist geil. Du hast kein Geschlecht, aber wie nennen wir dich denn? Ja, Victini. Ja, das ist jetzt zwar nicht so einfallslos, aber... Victor, komm. Damit es passt. Also, okay. Und, wow. Okay, da hat sich was geöffnet. Wo geht's denn hier weiter? Bitte was? Willst du mich verarschen? Ich will da weiter, Junge. Ah, okay, dann nicht. Okay, geht anscheinend im Moment noch nicht. Aber wir merken uns, hier ist noch irgendwas Mysteriöses. Erstmal vielen lieben Dank an den werten Abonnenten. Ich schätze mal, es ist ein Abonnent von mir, der mir das geschrieben hat in die Kommentare. Das hat es auf jeden Fall gebracht. Das war geil. Und ja, gut, weiter auf der Insel umschauen kann ich mich ja, glaube ich, gar nicht, oder? Oder geht da noch was? Doch, da geht sogar noch was. Da schaue ich mich nochmal kurz um. Und ja, gut, jetzt ist der Part schon wieder viel zu lange geworden. Ich weiß. Nein... Weimar. Ja, klar, du bist fett. Ist mir schon klar. Okay, also ich muss zugeben, Mistviech... Manchmal erweist sich Mistviech durchaus noch als nützlich, aber... Ah, hier gab's noch was. Ein Pudersand. Okay, Meh. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ich muss das mal kurz nachgucken. Das muss überprüft. Das muss überprüft werden, wie der Russe schon so schön sagt. Dann nehmen wir mal einen Superschutz. Der müsste da oben irgendwo sein. Ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben. Superschutz, jawohl. Benutzen wir gleich mal. Zack, zack, zack. Und damit sind wir dann durch. Ich schaue jetzt hier noch kurz mal durch. Hier gibt es aber nichts mehr, oder? Hier ist RIP. Hier ist Ente im Gelände. Ja, okay, hier gibt es nichts mehr. Das heißt, wir haben die Insel erkundet. Und wir fahren wieder zurück. Ja, wir kehren zurück, mein Junge. Also, wunderbar. Dann sind wir wieder dort, wo wir aufgehört haben. Und wir fliegen nochmal mit Hörnix zurück nach, wo war das gleich hier? Lecoq? Nein, Dingens hier. Kanakia, genau. Da fliegen wir zurück. Das war jetzt dann doch eine ziemliche Irrfahrt, die wir hinter uns gebracht haben. Und heiliger ist das kalt hier. Warte mal, kurz Pokémon wechseln. Das ist hier eindeutig zu kalt. Bewegen. So, jetzt wollte ich nochmal kurz gucken. Was habe ich mir denn da alles eingefangen, im wahrsten Sinne des Wortes? Wesen frech. Okay, Bericht. Was kannst du denn? Ja, Silberblickkratzer verfolgen. Okay, du hast mehr Spezialangriff. Okay. Ah, Victor. Victor ist Wesen robust. Oh, das ist gut. Du hast gleich viel Angriff wie Spezialangriff. Okay. Überhaupt, die Werte sind wie bei einem ziemlichen Allrounder. Triumphstern erhöht Genauigkeit bei sich selbst und Mitstreitern. Das ist geil. Ruxukip, Ausdauer, Kopfnuss, Nitro-Ladung. Meh, aber wir haben halt leider schon Feuer-Pokémon, was ziemlich rockt. Deswegen bleibt Victor leider da. Genau das gleiche betrifft ja auch Shinin. Blatze, leider keine Alternative im Moment, muss ich echt sagen. Also Blatze ist leider nicht so geil im Moment. Was wir natürlich durchaus brauchen könnten, wäre ein Unlicht-Pokémon. Ein Zoroark wäre an sich da nicht schlecht, aber ich habe halt keinen Bock, einen Zoro auf Level 5 hochzuleveln. Das dauert viel zu lange. Selbst wenn ich dem Glücksei gebe, das bringt überhaupt nichts. So, dann stellen wir uns mal raus in die Kälte. Dann das Kanakia kann dann der Mythi erkunden. Ich bedanke mich wieder mal sehr fürs Zusehen. Das ist jetzt wieder ein viel zu langer Part. Ich werde den wahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden. Wir sehen uns dann im nächsten Part, den ich da wieder mache. Also im übernächsten. Den nächsten gibt es dann bei Mythi. Schaut auf jeden Fall bei dem wieder vorbei. Bis dahin, Leute, macht's mal gut. Wir sehen uns dann wieder mal in einem anderen Video. Servus und ciao.